Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Video mit der lieben Petra. Sie hat sich ein Video gewünscht, ich sollte ihr doch gerne mal zeigen, wie man ein Schlupflied schminkt mit kräftigen Farben. Also das Thema heute, Schlupflied schminken. Die liebe Petra hat mir ein Foto zugeschickt, das darf ich auch verwenden. Ich darf euch die Petra also auch zeigen. Vielen Dank, Petra. Ich fange mal direkt an mit ihrer Frisur und ihren Augenbrauen. Die Frisur, die sie trägt, ist perfekt. Wenn man, so wie ich und auch Petra, ich zeige euch Petra gleich ein bisschen dichter dran, Schlupflied, ich habe Schlupflied, Petra hat Schlupflied und einige von euch sicherlich auch, ist es gar nicht so verkehrt, die Haare hoch aus dem Gesicht zu tragen. Also ruhig so ein bisschen alles nach oben weg, so mache ich das auch gerne, anstatt so ein Pony, der noch so schwer aufliegt. Ja, das drückt alles so ein bisschen runter. Genauso, also sie hat eine perfekte Frisur und übrigens eine richtig geile Haarfarbe. Genauso ist es auch mit den Augenbrauen. Die sollte man auch so ein bisschen hoch, nicht zu weit rein, dass man nicht so böse wirkt, dass alles nicht so drückt. Darum die Augenbrauen so ein bisschen definieren. Ich mache immer nur so einen Millimeter, rasiere ich ab, aber ist ja wurscht. Darum geht es da nicht um die Augenbrauen. Wichtig ist halt, dass die Augenbrauen nicht zu weit nach innen sind, dass es so böse wirkt. Und dass hier die Augenbraue so einen Tick nach oben geht und alles so ein bisschen gesäubert ist und auch so nach oben stylen. Da zeige ich auch gleich, wie ich das mache. Petras Augenbrauen, auch perfekt, da brauche ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich hole Petra mal ein bisschen dichter ran, dass ihr das auch sehen könnt. So, könnt ihr die Maus sehen? Ich mache das mal mit dem Pinsel. Hier sieht man auch, die perfekte Farbe hat sie schon gewählt. Habe ich das eben schon gesagt? Auf alle Fälle hat Petra grün-braune Augen. Und die Komplementärfarbe dazu ist ja so violett, lila, bläulich. Sie hat also die perfekte Farbe gewählt. Da brauche ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Sie hat alles richtig gemacht. Also perfekt. Hier sieht man bei Petra das Schlupflied. Dieses eine Dreieck, diese Haut bei mir, dieses hier, dieses Dreieck, das würde ich auch noch mitschminken, Petra. Da kannst du ruhig hier noch ordentlich Farbe drauf machen. Ruhig das Lila, man muss nicht 100.000 Farben benutzen. Einfach dieses Dreieck noch mit Lidschatten bedecken. Ich fange jetzt einfach mal an. Die Petra lasse ich mal hier so stehen. Die schiebe ich mal ein Stück zur Seite, dass ich ein bisschen mehr Platz habe. Petra, du stehst übrigens auf meinem Wäscheständer. So, lasse ich Petra mal bei uns. So, ich fange direkt an. Ich fange mal mit den Augenbrauen an. So viel werde ich jetzt dazu nicht sagen, weil ihre Augenbrauen sind perfekt. Und wo ich drauf achte, vielleicht für euch auch noch ein kleiner Tipp, unten sauber machen, vielleicht mal so einen Millimeter mehr abrasieren oder wie ihr auch immer die Augenbrauen entfernt mit Wachs und so. Ich rasiere immer so einen Millimeter höher, verändere aber die Form nicht großartig. Und dann kämme ich sie nach oben, wenn ich sie denn mit Augenbrauenstift gemalt habe, die Augenbrauen, kämme ich sie nach oben, damit alles so ein bisschen hoch geht, genauso wie die Frisur. Ich zeige euch auf der Seite mal, wie ich es nicht mache. So machen wir einfach links und rechts. Ist jetzt nicht richtig und falsch, einfach nur so, wie ich es nicht machen würde bei den Augenbrauen. Die kämme ich mal wieder runter, die Haare. So. Sieht man schon so einen kleinen Unterschied, dass das so ein bisschen hoch geht. Dann verwende ich gerne, also was ich als erstes mal sagen möchte, ich schminke meine Augen auch verkehrt. Ich schminke einfach auch mal nur das Lid
ohne jetzt drauf zu achten, ob es knickelig ist und Schlupflied und so. Ich benutze auch nicht hell, dunkel, Schimmer, Glitzer, hier nochmal dunkel und da muss heller und hier muss das und da muss die Lidfalte dunkel betont werden und nochmal mit heller ausblenden. Also ein Tüdelkram mache ich auch nicht. Nicht immer. Meistens mache ich Lidschatten ein bisschen hoch, fertig. Manchmal mache ich das genauso wie Petra, einfach nur Lidschatten drauf auf Lid, fertig. So. Man kann machen, was man will eigentlich. Das sind jetzt nur so Tipps von mir. Es ist kein richtig und falsch. Ich verwende gerne Eyelid-Tapes. Wenn ich mal so richtig mir Mühe geben möchte und ich möchte offene Augen haben, wo man noch ein bisschen Lid sieht und so, dass ich nicht immer so gucken muss, weil ich gucke ja normalerweise so ganz entspannt, dass man ein bisschen Augenlid sieht, benutze ich Eyelid-Tapes. Ich werde euch das mal zeigen, den Unterschied. Ich mache das Eyelid-Tape aber gleich wieder ab, weil nicht jeder von euch hat jetzt ein Eyelid-Tape zur Hand. Und falls ihr das jetzt nachschminken wollt, wie ich es mache, und ihr habt kein Eyelid-Tape da, ist es doof. Darum zeige ich euch nur kurz, dass ich ab und zu mal Eyelid-Tape benutze. Aber es kann muss, deswegen mache ich das gleich wieder ab. Ich zeige euch erstmal, wie ich aussehe ohne Eyelid-Tape. Dann sieht man ja hier, Petra sagt, ihre Augenlider gehen bis zu den Wimpern, bis zum Wimpernkranz. Das ist bei mir auch oft so. Aber ich gucke ja meistens so, hallo ihr Lieben, wie geht's, bla, heute gibt's das und das Video. Dann ist man ja so ein bisschen, ja, macht man die Augen automatisch größer, erst recht, wenn ich Schminkvideos mache. Aber wenn man so richtig entspannt ist, so, sieht man, dass meine Falten auch bis auf die Wimpern gehen, bis zum Wimpernkranz. So, jetzt nehme ich so ein Eyelid-Tape und pack das. Mach mal kurz ein bisschen das Öl weg von meinem Augenlid. Pack das mal rauf. So. Kann man auch mit Lidschatten drüber und so, die sieht man nachher gar nicht. Jetzt könnt ihr vielleicht schon sehen, bleibt mal wieder ganz entspannt. Jetzt könnt ihr vielleicht schon sehen, dass ich hier jetzt so eine schöne, ein schönes definiertes Augenlid habe. Im Gegensatz zu hier. Hier hängt die Haut noch drauf. Und hier habe ich jetzt ein schönes Lid, was ich schminken kann, was man dann sieht. Mache ich aber jetzt ab, weil es geht nicht darum, wie man mit Eyelid-Tapes das Lid sichtbarer machen kann, sondern es geht darum, wie ich das mit Lidschatten mache. Warum kommt das jetzt erstmal wieder? Ab. Oh, und schon habe ich wieder zwei gleich hängende Augen. Gut. Puh, jetzt bellen die Hunde. Ich warte mal kurz. Wie gesagt, ich mache jetzt keinen 100.000 Farben Look, wie man das machen sollte mit hier hell, da dunkel, da Schimmer und so. Ich mache es nur so jetzt für mich. Und für euch und für Petra, ich zeige euch allen einfach nur, wie ich es mache. Das Einzige, wo ich darauf achte, ist, nicht zu weit runter mit dem Lidschatten. Das werde ich jetzt auch nicht abkleben oder so. Ich zeige euch das, wie ich es mache. Ich fange jetzt an. Als erstes, ich habe keine Lidschattenbase drauf und auch keinen Concealer und so. Als erstes puder ich mein Lid ab, damit das so ein bisschen Hautfarbe bekommt, weil ich nur so Rötung habe und so. Das ist nur so ein bisschen so eine saubere Unterlage ist, eine abgedeckte Unterlage ist für einen Lidschatten. Muss ja nicht so krass sein mit Make-up abdecken und Concealer oder Lidschattenbase und so. Da nehme ich einfach manchmal nur Puder. So, das mache ich auf der anderen Seite auch. So, fertig. Jetzt mache ich die eine Seite so, die andere Seite so. Gut. Ist komisch, wenn Petra guckt mich die ganze Zeit an. Ich fange an mit Concealer. Da werde ich die eine Seite Concealer auftragen und die andere Seite nicht. Ich muss noch mal kurz meine Augenbrauen hochkämmen. Die hängt irgendwie so runter.
weil ich kein Augenbrauengel benutzt habe heute. So, die Augenbrauen hoch. Die einfach nur so hinkämmen, wie die Form ist. So. Concealer werde ich auf einer Seite auftragen, auf der anderen nicht. Da mache ich einfach nur einen Punkt. Weil ich hier so bläuliche Verfärbung habe und das so duster ist, wollte ich jetzt so ein bisschen aufhellen. Das mache ich immer so. Nehme ich einen Punkt Concealer, aber auch nur da. Ganz selten mache ich auch mal hier, aber fast nie. Darum lasse ich das heute weg. Einmal Concealer. Da, wo ich so lila, bläulich, dunkel bin, verteile ich einmal mit dem Pinsel. Da braucht man aber auch keinen Pinsel zu, das kann man auch mit dem Finger machen. Mache ich sowieso danach immer nochmal mit dem Finger alles einarbeiten. So. Das reicht mir auch schon. Man sieht schon so einen kleinen Unterschied. Da ist noch dunkel. Und da ist so ein bisschen aufgehellt. Dann nehme ich einen Pinsel und fange an mit Lidschatten. Da ist meine Lidschattenpalette. Ich nehme aus der Palette, also egal was für Produkte ich benutze, ich nehme einfach eine Farbe, wo ich Bock drauf habe. Wie gesagt, Petra hat die perfekte Farbe gewählt für ihre Augenfarbe. Ich nehme jetzt einfach mal meine Lieblingsfarbe. Ich habe blau-graue Augen und da sind so rot, braun, orange, stichige Farben passend zu meiner Augenfarbe. Ich nehme den Lidschatten Chalet aus der Palette und trage mir den aufs ganze bewegliche Lid auf. So, das mache ich auf der anderen Seite auch. So mache ich das auch manchmal. Einfach nur Lidschatten aufs Lid, fertig. Aber heute möchte ich ja ein bisschen meinen Geknigel wegschminken. Darum, die Seite lasse ich so, wie sie ist. So. Und auf dieser Seite zeige ich euch, wie ich es mache, wenn ich mein Schlupflid wegschminken möchte. Und da habe ich ja auch so wie Petra. Dieses Dreieck kann ich ja direkt mal einzeichnen mit dem Lidschatten. Dann kann ich das besser zeigen. Diese Haut, das hier, das Dreieck, bekommt auch noch Farbe. Und das ist genau das Dreieck, was ich eben meinte bei Petra. Das ist immer so schwierig, ich bin eigentlich Linkshänder, deswegen muss ich jetzt kurz mal die rechte Hand nehmen. Dieses Dreieck hier müsste Petra auch noch wegschminken. So, jetzt nehme ich den Pinsel mal wieder in die linke Hand. Und das ist bei mir hier. Dieses Dreieck. Muss ich auch noch Farbe drauf machen. Wenn man so macht, sieht man auch, wie viel Haut da noch zwischen ist, die Lidschatten bekommen muss. Und das mache ich jetzt einfach mal. Und auf der anderen Seite mache ich es nicht. So. Und schon sieht man hier logischerweise mehr Lidschatten als da. Wenn man so dann guckt, sieht man hier ja gar keinen Lidschatten mehr. Aber hier ist noch ein bisschen was zu sehen. Darum dieses Dreieck. Wie gesagt, man kann es abkleben, aber das alles Tüdelkram, das mache ich ab und zu. So geht es auch. Einfach hier nur eine Kante bis zum Ende der Augenbraue. Das ist hier so der Bereich, wo noch Lidschatten hin kann. Nicht zu weit runter, sonst hängt es wieder. Dann geht es weiter mit Verblenden. Das ist ja so ein bisschen, ja manchmal kommt das nicht so richtig in die Falten, weil das alles so knickelig ist. Hier ist die Kante zu scharf. Dann nehme ich einfach wieder
den Lidschatten, weil wir bleiben heute bei einer Farbe, deswegen nehme ich jetzt keine andere Farbe. Bisschen Lidschatten auf dem Pinsel und dann rühre ich so den Lidschatten in meine Falten. So richtig, dass es überall in die Falten geht, der Lidschatten. Darum benutze ich immer so einen fluffigen Pinsel, weil es besser geht. So, das war's auch schon. Einmal abklopfen oder irgendwo in irgendeinem Baumwollpad oder so einmal sauber machen, dass kein Produkt drauf ist. Dann noch einmal die Kante längs oder man nimmt einfach einen sauberen Pinsel, wenn man genug Pinsel hat. Und dann einmal so die Kante längs, dass es so ein bisschen soft ist, so ein bisschen verblendet und nicht so eine harte Kante. Und es ist auch nicht Lidschatten von da bis hier rüber und dann runter. Das geht so schräg weg, so schräg nach außen. Seht ihr hier so, es geht so schräg nach außen. Das ist auch immer ganz hilfreich, so vom, das öffnet das Auge. So, und wenn ich dann manchmal eine dunklere Farbe nehmen, zum Beispiel so ein dunkles Blau oder ein schwarz Lidstrichkram und so, und ich das verblenden möchte, kann man eine hellere Farbe nehmen, eine Nuance heller oder zwei als der Lidschatten ist, so dunkelblau und hellblau zum Beispiel, aber ich benutze ja meist nur eine Farbe, nehme ich einfach ein bisschen Puder, was ich eben auch genommen habe, so ein hautfarbenes Puder. Und damit kann man auch nochmal die Kante verblenden, ist aber kein Muss. Man kann nur einfach so die Kante verblenden, ohne Farbe drauf, ohne Puder oder so. Das war das. Jetzt hat Petra unten auch noch ihre Augen geschminkt. Da hat sie hier genau die gleiche Farbe benutzt wie am Augenlid, das mache ich auch gleich. Das Einzige, was ich anders machen würde, das ist jetzt kein Video, Petra macht das so und nie wieder so. Du kannst es machen, wie du willst. Aber ich würde es anders machen. Ich zeige jetzt auch mal genau, was ich meine. Ich kann ja mal die Seite auch kurz mal ein bisschen verblenden. So. Wie gesagt, so trage ich das auch manchmal. Ich mache nicht immer das. Jetzt mache ich den unteren mit meinem Kranz. Dazu nehme ich mir einen flachen Pinsel, der ein bisschen kürzer ist als den, den ich eben benutzt habe. Nehme genau die gleiche Farbe. Und tupfe das hier so längs. Und auf der anderen Seite auch. Da versuche ich das so wie Petra zu machen. Sie hat es so ein bisschen... ja, sie hört so abrupt auf. Ich hoffe, das sieht man jetzt mit der Farbe, die ich benutzt habe. Hier habe ich jetzt einfach aufgehört mit dem Auftragen vom Lidschatten. So wie Petra auch. Hier sieht man das gut. Aber es ist so eine scharfe Kante. Also ich würde ruhig so ein bisschen... vorne, dass es so ein bisschen spitzer zuläuft. Dass es so dünn wird. Hier ruhig wieder ein bisschen mehr. Und dann mit dem Lidschatten, dass alles so eine Linie ist. So hier links und hier vorne so ein bisschen schmaler werden. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut, den Unterschied, weil meine Farbe jetzt nicht so kräftig ist wie das Lila. Hätte ich doch Lila nehmen sollen. Shit. Ist nicht so schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine. Das war Lidschatten. Einmal links, einmal rechts. Ich finde, das kann man jetzt gut sehen, dass hier dieses Dreieck fehlt. Das müsste ich noch mit Lidschatten machen. Und hier ist das Dreieck. Ich mache das Dreieck mal ein bisschen dunkler. Das ist jetzt vom Verblenden so ein bisschen aufgehellt. Ich lege einfach noch mal eine Ladung Lidschatten nach, damit das auch vernünftig aussieht.
Oh. Na, jetzt könnt ihr es besser sehen. Gut. Dann geht es weiter mit ein bisschen Glitzer. Oder aufhellen, sag ich mal. Ich nehme so einen Schimmerton und das ist Snow Rose aus der Palette für hier innen. Hier könnte ich auch Schimmer drauf machen. Hier noch ein bisschen dunkler, aber so ein Heckmeck mache ich alles nicht heute. Mache ich sowieso nicht oft so ein Heckmeck. Ich nehme oft nur eine Farbe. Ich nehme einfach ein bisschen von Snow Rose und trage das hier innen als Inner Corner Highlight auf. Kann man ruhig so ein ganz bisschen auf den vorderen Bereich vom Lid auftragen, aber nur so ein mini bisschen, nicht? Ich mache nie zu weit hoch. Einfach nur so ein bisschen mit ins Augenlid. So, das ist so ein bisschen, es öffnet das Auge. Ich weiß, es gibt 100.000 Videos und dann wird immer gesagt, das öffnet das Auge, das öffnet das Auge, das öffnet das Auge. Das kann ich jetzt auch nicht anders beschreiben, als es öffnet das Auge. Jetzt weiß ich nicht, ob Petra überhaupt Wimperntusche trägt. Es sieht für mich auf dem Foto so aus, als würde sie keine Wimperntusche tragen. Und das ist bei mir das Wichtigste. Selbst wenn ich ganz ungeschminkt bin und ich nur ein bisschen Gesicht haben möchte, weil ich habe ja gar kein Gesicht, wenn ich nicht geschminkt bin, weil meine Augenbrauen sind hell, meine Wimpern sind hell. Darum mache ich Wimperntusche, Augenbrauen, dann habe ich wenigstens ein bisschen Gesicht. Darum. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Petra überhaupt Wimperntusche trägt. Und ich hau immer ordentlich auf die Kacke, was Wimperntusche angeht, weil das verdeckt auch nochmal so ein bisschen das Geknickel. Ich mache immer drei Ladungen Wimperntusche. Oder falsche Wimpern, was auch immer. Aber heute mache ich mal, wie immer, drei Ladungen Wimperntusche drauf. Unten auch, weil ich ja heute meinen unteren Wimpernkranz geschminkt habe. Mache ich ja nicht immer. Heute habe ich es mal gemacht, weil das bei Petra auf dem Foto jetzt auch so ist, auf dem Foto. So, das ist die erste Ladung. Hier mache ich nur eine Ladung Wimperntusche. Vielleicht hat Petra ja Wimperntusche verwendet und ich kann das jetzt noch nicht erkennen auf dem Foto. Darum mache ich hier auch mal eine Schicht Wimperntusche. So, jetzt kommt bei mir auch schon die dritte. Ach Quatsch, die zweite Schicht Mascara. Sieht man ja auch schon, dass hier so ein bisschen die Falte hier, die Knügelfalten, so versteckt werden durch die Mascara. Jetzt die dritte Schicht Mascara. Jetzt habe ich mir ins Auge gepikst. Oh no. Das sollte man natürlich nicht machen. Gut, das ist jetzt einmal drei Schichten Mascara, eine Schicht Mascara. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Kann man vielleicht besser sehen, dass hier das Dreieck ist, was ich geschminkt habe und hier nicht. Ich gucke auch mal ganz entspannt. Ich hoffe, ihr könnt einen Unterschied sehen.
Und jetzt habe ich gerade den Stift in der Hand, das mache ich auch gerne. Ich betone gerne meine obere Wasserlinie. Dazu nehme ich kein Schwarz, sondern meistens Grau, damit meine Wimpern noch voller aussehen. Das lasse ich hier mal weg. Ich mache das nur hier. Könnt ihr vielleicht auch nochmal einen Unterschied sehen, dass die Wimpern so ein bisschen voller aussehen, wenn man die Wasserlinie auch betont. Und ich tusche meine Wimpern auch nicht ganz so weit vorne. Also ich hätte hier ja noch so ein paar Wimpern, die ich tuschen könnte. Aber ich mache meistens so, ja, alles, was so nach außen geht, das tusche ich auch extrem doll. Jetzt tränt mein Auge so ein bisschen, weil ich mir eben da reingepikst habe. So, das war's. Das war jetzt einmal, wie ich es auch manchmal mache und so wie es Petra auch gemacht hat. Finde ich auch völlig in Ordnung. Und das ist jetzt die Variante, die ich schminke, wenn ich mal möchte, dass man mein Schlupflid nicht sieht. Und wenn ich möchte, dass man ein bisschen sieht, dass ich überhaupt Lidschatten aufgetragen habe, wenn ich unten keinen Lidschatten trage. Oft lasse ich unten die Wimpern und die Wimperntusche weg und den Lidschatten weg. Oft schminke ich nur alles oben. So, denkt euch jetzt das tränende Auge weg. Man hat eigentlich nicht viel zu beachten. Nur im Spiegel gucken, ganz entspannt. Aha, hier die Haut, da muss Lidschatten drauf. Nicht zu weit nach unten sacken mit dem Lidschatten. Augenbrauen nach oben, fette Wimperntusche. Frisur vielleicht auch so. Augenbrauen bei Petra sind perfekt. Dass alles so ein bisschen nach oben geht. Nach oben und nach außen so. Und innen ein bisschen heller. Hier habe ich das ja nicht. Bisschen Concealer, bisschen Highlighter. Fertig. Das war's, ihr Süßen. Das war jetzt das Video, was Petra sich gewünscht hat. Schlupflid schminken. Ich hoffe, es war hilfreich für dich, liebe Petra. Und alle anderen selbstverständlich auch. Vielleicht konntet ihr auch ein paar Tipps mitnehmen. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Video werde ich dann machen für die liebe Svenja. Die möchte gerne wissen, welche Pinsel man unbedingt haben muss als Anfänger, so die Grundausstattung. Da werde ich auch noch mal ein Video zu machen. Das kommt dann auch bald für euch. Wenn ihr Fragen habt, ist keine Ahnung, wie ich den Blush auftrage, wie ich Bronzer auftrage, wie ich die Foundation auftrage, wie ich meine Augenbrauen mache, keine Ahnung. Irgendein Step von so einem Alltagslook zeige ich euch gerne mal einen Step ganz in Ruhe. Kommentiert das bitte. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, liebe Petra. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.